Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders 2. Kann ich den aufheben? Kann ich den wenigstens... Sehr gut. Das stört mich hier in meinem Chi. Obwohl, warte, das machen wir gescheit. Da, wie komme ich jetzt drüber? Ja. Malraus ist ja weg. Der ist ja losgetigert. Was ist das eigentlich? Holzverschanzung. Der ist ja losgetigert, um diese Helden platt zu machen. Okay. Und ja, wir gehen dann hinterher. Das Lustigste ist ja eigentlich wieder das Spiel. Das ist. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich. Ihr spielt immer so Spiele und denkt so, ja, geht schon, passt schon alles. Aber wenn ihr dann ein Spiel habt, wo ihr halt einfach ums Verrecken nicht aufhören könnt. Ja, das ist hier gerade das so. Ich meine, es ist so die Story, die wo einfach geil ist. Und dieses Bauen und Machen und dabei halt ein bisschen was tun dann auch. Ab und zu mal ein paar Monster killen. Ja, die Mischung finde ich einfach zu geil und. Yeti! Yeti! Und es ist schon die Woche ein paar Mal gewesen, dass ich mir so gedacht habe, heute magst du mal nix. Aber scheiße, Mann. Oder was heißt heute magst du mal nix, zockst mal nix. Weil es da jeden letzten Tage schon so viel gezockt ist, ich kann nicht aufhören, das verrecken. Das ist. Das Spiel, das macht halt richtig Sucht, Mann. Das treibt von mir richtig die Sucht wieder raus. Meinst du hier als Let's Player wahrscheinlich sowieso? Nachdem ich mal 3, 4. Was ist das schon? Ja. Immer 3, 4 Let's Plays am Laufen sowieso schon exorbitant viel zocken wahrscheinlich. Oh. Sind die Leute tot? Oh, scheiße. Oh nee, unsere Leute sind tot. Das ist doch scheiße, wie kannst du die nicht sterben lassen? Ah, und so verkraulen wir halt jetzt den Malraus wahrscheinlich. Warum hat er mich trotzdem verletzt? Monster wurden besiegt. Ah, Entschuldigung. Ich muss das Zeug mal ausschalten. Irgendwie schickt mir Google mittlerweile immer wieder Werbedinge. Was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, du sollst beim Schloss warten. Sie sind alle tot. Ja, ich. Ich. Die Soldaten sind aus freien Stücken hergekommen. Sie sind gekommen, um zu kämpfen, und im Kampf sind sie gestorben. Wäre die Bemühungen nur nicht so schwächlich gewesen, hätten sie vielleicht überlebt. Es war ihr klägliche Schwäche, die sie ins Verderben geführt hat. Du widerlicher Feiger, wie kannst du es wagen, so von den Toten zu sprechen? Sich die Zeitpunkt für Schuldzuweisung. Anessa, der Feind ist zurück. Warum bin ich hier gerade alleine? Kamehameha!
Ah, fuck. Das ist die kleine Missgeburten da hinten. Ich bin gerade nicht sicher, wer es Verräter ist. Oh, shit. Oh, scheiße. Das könnte schwer werden. Die Leute geht drauf. Alter. Oh, sammelt euch, ihr Schweine. Oh, scheiße, da sind wir noch mehr gekommen. Herr Fluch, wir sind in der Unterzahl. Für jeden Gegner, den wir niederstrecken, nehmen zwei weitere seinen Platz ein. Verdammt, es sind so viele, wir haben keine Chance. Menschliche Energie erschöpft, starte Gefangenenroutine, beginne Ausführung des Hinrichtungsprogramms. Hopp, 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 schlürf. Sitz los. Kommandant Kurbelwecker, melde geschlöcksam. Nachricht an der Front, eine gliedrige Mannschaftsarmee ist unterwegs. Wir werden angreifen. Eingabe ist ungültig. Keine Zeit für Erklärung, ihr müsst zurückkehren und neu aufschwellen. Ich kümmere mich um diese Mannschaft, sie werden sowieso bald den Geist aufgeben. Strategie Neubesprechung bestätigt, Rückzug, Rückzug. Puh, das war aber knapp, keine Sorge, ihr seid jetzt in Sicherheit bis zum kleinsten Mal. Ja. Sinn ich. Malros, wir erwarten eine Erklärung. Drei gute Soldaten sind deinetwegen gestorben. Sie mögen nicht so stark gewesen sein wie du, aber du. Was macht es für einen Unterschied, wer schuld ist? Sie waren meine Freunde, sie sind wirklich fort und werden nie zurückkehren. Warum, Göttin, warum? Schluss mit dem Gejaul, Hector. Hier gibt es keine Göttin, sie kommt nicht wieder. Ja, der Tod ist das Ende. Danach kann nur ein unendliches Nichts. Es ist wahrhaft schrecklich. Stöhnen. Was war das? Wer ist da? Es kam aus der Kapelle. Komm, wir überprüfen das. Gib ihr etwas so Profanes, betrete ich nicht. Da ist sie. Schwester Esther, bist du das? Wie schön, dich sicher und wohlbehalten zu sehen. Dem Himmel sei Dank, Generalin Anessa, hast du mich erschreckt. Der Herr da drüben hat mir gesagt, ich soll mich in einem Sarg verstecken und dafür bin ich ihm so dankbar. Ohne seinen Rat hätte ich diese grausige Schlacht nicht überlebt. Meinst du etwa Malros? Ja, er hat seinen Soldatentrupp angeführt, sind sie auch in Sicherheit. Es klang, als hätte sich draußen ein erbitterter Kampf abgespielt. Göttin, schütze uns. Wie viele Seelen sind verloren gegangen, während ich mich in einem Sarg versteckt habe? Was bin ich nur für ein erbärmlich feiger Wurm? Sie haben mir das Leben gerettet. Es ist nur recht und billig, dass ich mich dafür revanchiere. Ich habe so viele Fragen, aber erst muss ich diesen arm gefallenen Krieger zur Ruhe betten. Hätte ich nur die Fähigkeit dazu. Du bist ein Erbauer, gelobt sei der Himmel. Wir stehen auf längst verlorenem Boden. Egal wie viele Gebete wir für die Seelen der Gefallenen sprechen, sie werden nie zurückkehren. Aber wir können ihrer gedenken. Hinter der Kirche ist ein Friedhof. Wärst du so gütig, mir dabei zu helfen, diese Soldaten dort zur Ruhe zu betten? Erst müssen die Särge vorbereitet, um ihre sterblichen Überreste zu beherbergen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du drei bauen und sie auf den leeren Stellen platzieren würdest. Yeah! Extravagant. Hier habe ich irgendwo überhaupt was zum Bauen? Ah, da hinten. Särge, da, drei. Oh Mann. Mein. Klar, durch den haben sie es überlebt, ne? Aber naja. Diese Särge werden ausreichen. Jetzt musst du unsere tapferen Gefallenen in die Särge zur Ruhe bringen.
rein. Ja, wo sind die anderen Leichen eigentlich alle? Danke, Sinn. Ich bete, dass diese armen Soldaten jetzt den Frieden finden können, der ihnen so lange verwehrt wurde. Oh Göttin, das ist zu viel. Das ist viel, viel zu viel. Sei ruhig, Hector. Ihre Seelen haben den Frieden gefunden. Auch dir rate ich zur Ruhe. Verflucht nochmal. Und jetzt, Sinn, möchte ich, dass du sie unter der Erde in Schnee begräbst, damit sie in Ruhe ungestört. Schnee habe ich noch dabei, ne? Gut gemacht, mein Schäfchen. Unsere gefallenen Freunde können jetzt den Frieden ruhen. Nimm dein Talente gar kein Ende hin, du kannst sogar Gräber bauen. Na doch, seine Arbeit ist noch nicht getan. Ich bitte auch, baue drei Grabsteine und stelle sie auf jedes der Gräber, auf dass wir uns ewig an die von ihnen gebrachten Opfer erinnern. Grabstein. Ah, ich habe schon wieder Hunger. Oh, ich habe nichts zu essen. Verdammt. Oh, warte, ich kann hier was kochen. Habe ich irgendwas, was ich kochen kann? Bauen Grabsteine. Ach scheiße, ich brauche drei. So. Es ist vollbracht. Endlich Ruhe unseren gefallenen Kameraden in Frieden. Ich danke dir erneut für deine Güte, Sinn. Komm, sprechen wir ein Gebet für ihre Seelen. Jetzt haben sie Frieden gefunden. Mögen sie für immer tief schlafen, frei von der Brutalität dieser gewalterfüllten Welt. Aber auch Gewalt, die Monster, die uns angegriffen haben, waren zweifellos die Diener von Hargons Helden. Jetzt, da Hameln ihnen gefallen ist, werden sie sich zum Schloss zu wenden. Die vereinten Truppen dreier großer Grenadelle, wenn sie gemeinsam angriffen, wird auf Mondbach fallen. Na los, Leute, wenn wir mit dem fußlosen Quatsch fertig sind, sollten wir zum Schloss zurückkehren. Gefühlsduseliger Quatsch. Sitzt solche Monumente euch, mir oder irgendeinem anderen Wesen, das noch einen Puls hat. Sie sind unsinnig, sie sind zwecklos. Du Monster. Oh Malros, ist nur in dich gefahren. Ich dachte, du wärst ein so freundlicher, gütiger junger Mann. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich da rede. Ignoriert mich. Sinn, es wird höchste Zeit, dass wir zum Schluss zurückkehren. Seine Majestät muss erfahren, was hier vorgefallen ist. Lass mich mitkommen. Ich glaube, ich würde es nicht ertragen, nach allem, was geschehen ist, hier allein hier zurückzubleiben. Ja, mein Baum. Ein bisschen dekorieren. Oh, jetzt kann ich es Gott sei Dank essen und dann... Oh, fuck. Gibt's hier irgendwie sonst noch irgendwas? Ohne Pelzmann wirst du erledigt. Zur Frostfestung, wo du bist, da nimm diesen Weg der Berge und dann beginne eine Brücke rechts ab. Aua! Okay, ist auch nichts Besonderes, ne? Da oben haben wir das Ding geholt. Da können wir ja eigentlich zurück. Ah, warte mal. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir können ja die alten Erzieher dir das Schwert geben. Ja. Na, wenn das nicht der Schatz bis 5, nicht ein Schatz bis 5, schau auf den Eisbreitschwerter. Hier ist das Gold, das ich dir versprochen hatte. Nummer's. Blablabla. Ach, jetzt willst du Stahlbreitschwerter haben, na super. Noch so ein Ding. Da oben ist das. Und zurück. Und ich gönne mir jetzt kurz einen Schluck.
Fehlen jetzt eigentlich die drei? Ja, tatsächlich, die drei fehlen jetzt, ne? Zwei waren schon vorher da. Chef, ich danke dir vielmals dafür, dass du mich sicher hergeführt hast. Ich war so begeistert davon, Anessa und Hector wiederzusehen, dass ich mich gar nicht richtig vorgestellt habe. Ich bin Esther und ich habe lange als Schwester von Hamlin gedient. Das Schloss macht einen ganz anderen Eindruck als meine Heimatstadt. Hier herrscht eine Art Wärme. Liegt das an all dem, was du gebaut hast? Als du mir gesagt hast, du wärst ein Erbauer, dachte ich, dass du mich zur Narren hältst. Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben. Ich bin neu auf der Liste der Kinder Hagens hereingefallen. Noch nie auf die Liste der Kinder Hagens hereingefallen. Das habe ich meinem Großvater zu verdanken. Er war ein Weiser voller Einsicht. Ich glaube an die Macht des Schöpfens. Ich werde eine Erbauerin werden, wie du, und alles tun, was in meiner Macht steht, um Leiden dieses Landes Linderung zu verschaffen. Esther schließt sich dem Team von Sinn an. Naja. Trotzdem fehlen uns jetzt drei Kriege. Ach ja, nicht so toll. Wie gut, dass die Vulva halt wieder zu haben. Also, was gibt's Neues aus Hamlin? Ich verstehe, ganz vernichtet, sagt ihr. Und auch drei meiner Königlinge wachen. Ich werde selbst für ihre Seelen erbeten. Wenn du so freundlich wärst, auch den Leichnam wie das tapferen Boden zu beerdigen, wäre ich sehr dankbar. Wie es scheint, sind Hagons Truppen so stark wie befürchtet. Aber ich habe geschworen, mein Königreich Frieden zu bringen. Und ich halte mein Wort. Solange wir zusammenarbeiten, kann der Sieg noch unser sein. Ja, ich muss kurz die Brille putzen. Ah, nicht mehr glauben. Ich sehe nichts. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Ich werde mein Volk in den Kampf schicken und die Monster vernichten. Wir stellen uns unserem Schicksal. Laut meinem Berater müssten wir uns nicht nur einer, sondern sogar drei großen Armeen stellen. Den Harlunken, angeführt von einem grausamen Agrovian, den Flügeltätern, angeführt von einem komischen Chimera, den Schrecken, angeführt von einem Erzdämon. Das Gegner nennt sich selbst Hagons Helden, obwohl die einzigen Heldenhaften an ihnen ihre Kraft ist. Sinn, hey Sinn. Tut mir leid wegen vorhin, ich weiß nicht, was mit mir da los war, aber keine Sorge, mir geht's schon viel besser. Ehrlich gesagt fühle ich mich hervorragend. Wer auch immer Hagons sogenannten Helden sind, wir hauen sie kurz und klein, das weiß ich einfach. Das ist die richtige Einstellung. Sinn, Malros, wenn auch nur die Hälfte von Mondbach-Soldaten so beherzt an die Sache gehen, dann ist unser Sieg sicher. Untertan, hört mich an. Dies ist eine Bekanntmachung eures Königs. Der Weg, den wir von Mondbach beschreiten müssen, liegt vor uns. Mein erstes Gebot lautet wie folgt: Die Harlunken müssen besiegt werden. Strucken Pelz und feurigen Temperament sind die fleischfressenden Bestien dieser Armee bestens für das unwirtliche Klima unserer Insel gewappnet. Wir werden mehr als schweren und rittlichen Kampfgeist bedürfen, um einen solchen Gegner zu bezwingen. Mein zweites Gebot lautet wie folgt: Die Flügeltäter müssen besiegt werden. Wie der Name bereits vermuten lässt, terrorisieren diese fliegenden Schurken die Insel aus der Luft. Ein gerissener Gegner gibt es nicht. Einen gerisseneren Gegner gibt es nicht. Es wird nahezu unmöglich sein, sie zu treffen, wenn sie über unsere Köpfe kreisen. Wir müssen einen Weg finden, ihnen diesen Vorteil zu nehmen. Mein drittes Gebot lautet wie folgt: Die Schreckerrecken müssen besiegt werden. Hierbei handelt es sich um einen der fürchtesten und angehendsten Krieger aller Monsterarmeen. Kaum jemand hat es bisher gewagt, sich ihnen entgegenzustellen. Aber mit dir, einem Erbauer an unserer Seite, mag es uns gelingen, eine Art magischen Mechanismus ausfindig zu machen, mit dem der Feind besiegt werden kann. Hagons Helden lassen sich nicht so einfach besiegen. Wir brauchen jede Menge mächtige magische Waffen. Die Blitzfallen sind ein guter Anfang, aber wir brauchen mehr, viel mehr. In der Tat, und deshalb, Anessa, möchte ich, dass du mit Sinn daran arbeitest, einige solche Gerätschaften zu entwickeln. Hagons Helden sind sie wirklich furchterregende Feinde. Wir müssen alle zusammenarbeiten, wenn wir eine Chance haben wollen, sie zu besiegen. Leichter gesagt als getan, Lord Hieronymus, wenn sogenannte Verbündete nicht alle auf derselben Seite stehen. Was denn, schon wieder diese Spiongeschichte? Einige unserer neuen Befestigungen sind beschädigt worden, und zwar von innen. Wenn das kein Beweis für einen Feind in unserer Mitte ist, wüsste ich nicht, wie wir einer aussehen sollte. Eine gute Güte, ein Angriff von innen heraus? Wir müssen alle die Augen offen halten, wenn wir diesen Kampf lebend überstehen wollen. Wir müssen eine finstere Nacht durchstehen. Wenn wir im Morgengrauen hoffen wollen, hier nimmst du Fiole mit Yggdrasil tausch. Sprich mit mir, falls du mehr davon brauchst. Na dann zeigen wir den verfluchten Monstern, wozu wir fähig sind. Für Mondbach. Hurra! Ich wüsste immer noch nicht, wie man da als Monster einstufen, als Gegner einstufen kann. Aber wie es scheint, brennen die Monster genau wie wir darauf, ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Wenn mich meine Sinne nicht täuschen, kommt Hagons Armee schnell näher. Oh, geht schon wieder los? Aber warte, ich wollte noch was machen. Was brauche ich dafür? Da, der Säbel. Oh, scheiße, ich hätte die ganze Zeit bauen können. Ist die Frage, ob das besser ist oder das andere. Wie viel kann ich davon bauen? 64 zu 82. Ich glaube, zwei baue ich.
Warte mal, kann ich die überhaupt abgeben? Das werden wir jetzt gleich sehen, ne? Yggdrasil Tau. Beschreibung. Okay. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ups. Warte mal, da war die Küche irgendwo, ne? Hier, hau raus. Ach, da haben die alles neu gebracht. Wann denn da? Warte mal, dann müssen wir das wieder verstauen. So. Was ist das eigentlich? Bitte kleine Pillen, die vom Bewusstseinsbrechen brauchen. Ja, bitte hebt Verwirrungszustände auf. Okay. Ja, es ist halt wirklich, wo ich sage, wow. Achso, ja. Na, da muss ich drauf gehen. Hau rein. Zack. Zack. So, nochmal das holen wir raus. Herausnehmen. Und wo ist mein magisches Schwert? Da. Oh. Jetzt. Kurz nochmal die Dinger einsammeln. Wir werden dann langsam aber sicher nämlich zum nächsten Ding müssen. So, warte mal, du. Sehr gut, okay, ich kann also die Dinger auch ausrüsten. Die Monster verschwenden keine Zeit, sie stehen vor den Toren und ich glaube nicht, dass wir sie nur eine Tasse Zucker borgen wollen. Ich weiß nicht, ob diese Halunken sind, die Flügeltäter oder die Schreckschrecken. Schreckrecken oder sogar alle drei. Ich kann kaum erwarten zu sehen, wenn die noch diesmal den Jacken vollhauen. Ich bin bereit loszulegen, sind. Was ist mit dir? Bist du bereit? Ja. Das höre ich gerne, egal wann wir zu uns kommen, wir werden alles zurückschmettern. Aber vorher muss ich noch mal was sagen. Tut mir leid, was in Hamelin passiert ist. Irgendwas hat mir von mir Besitz ergriffen. Ich war nicht mehr ich selbst. Aber jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Also gehen wir da raus und ziehen wir in die Scheide. Ach, der arme Meierreifen. Drin bleiben. Nein, nein, da bleiben. Hör auf. Mann, wir sind immer so stark wie vorher, weil drei Stück fehlen. Oh oh. So, ich höre jetzt den Todesstoß auf. Na komm, mach mal den noch. Oh fuck. Komm, alle drei, kann das sein? Katze weg. Ach, das Ding ist auch dabei. Jetzt sehe ich es erst. Die heilen. Wenn ich wusste, dass die kämpfen will, dann hätte ich ja auch eine Waffe gegeben, Mann. Warte mal, kann ich ja noch. Oh. Jetzt, okay, es sind nur zwei gewesen.
Das war schon heftig, ey. Es war nicht leicht, aber wir haben schon eine flugstarke Piste, waren das nicht wahr? Das waren die harten Lunken, ganz sicher. Diese Scheißer sind hart wie Stahl. Manche sagen, dass sie stark genug, um ganze Bäume mit seinem Wurzel aus dem Boden zu reißen. Wenn Hagen und Streitkräfte vereint über uns herfallen sollte, gäbe es wohl kaum etwas, womit wir sie aufhalten könnten. Die Soldaten haben heute tapfer gekämpft, aber wir können uns nicht auf unsere Stärke verlassen. Wir müssen unseren magischen Weg finden, um sie zurückzuschlagen. Welche Art magische Waffen wären die effektivste im Kampf gegen sie? Atombomben. So, Entschuldigung. Das Stück Kaffee habe ich. Das Stück Kaffee, ja.